Ja, das nehme ich euch einfach mal mit zum Füttern von Bienenvölkern und zur Varroa-Befallskontrolle. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt oder mir noch keinen Daumen nach oben gegeben habt, obwohl es euch gefällt, dann macht es jetzt und jetzt viel Spaß beim Video. So, guten Morgen. Also ich habe jetzt das Auto aufgeladen. Wir haben es Mitte September. Ich werde jetzt, also es sieht so aus. IBC-Container bei. Ich habe noch Mittelwände dabei, beziehungsweise ausgebaute Waben. Dann habe ich meinen Kanister mit Wasser dabei. Mein Eimer. Also ich werde heute im Gegensatz zu sonst praktisch von Hand füttern. Also ich verlinke euch oben mal das Video, wie ich das mit Pumpe normal fütter. Heute, weil es ja nur, ihr seht ja, der IBC-Container, da sind vielleicht 300, 400 Liter drin. Nur so eine kleine Zwischenfütterung. Mal schauen, wie es aussieht. Dann nehme ich einfach Futter mit. Möchte auch Varroa-Befallskontrolle ein bisschen machen. Und das habe ich jetzt alles im Auto. Und da schaue ich mir das einfach nochmal an, weil dann kann ich nochmal reagieren, kann nochmal eine Varroa-Behandlung machen, wenn es notwendig ist. Und mit dem Futter kann ich dann auch nochmal eine abschließende Runde machen. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Ich nehme euch mit und dann knipse ich euch wieder an, wenn ich bei den Bienen bin. So, jetzt sind wir hier am Bienenstand am ersten. Also das sind ja so ungefähr 22, 24 Bienenvölker. 4, 8, 12. 14, 16, 18, 20, 22. Das ist ein Teil von denen, die wo in der Edelkastanie waren. Und da geht es jetzt einfach, ich versuche euch da mal mitzunehmen, euch mal wieder umzuschnallen. Da schaue ich jetzt einfach die Bienenvölker kurz an. Ne? Also ich wühle die jetzt nicht durch, mache die Waben in der Regel nicht auseinander. Höchstens irgendwas gefällt mir gar nicht oder kommt mir verdächtig vor. Dann kriegen die was Futter. Und dann mache ich noch bei ein paar diese Varroa-Kontrolle mit Puderzucker mache ich das gerne. Das habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch noch mal hier. Das finde ich, wie gesagt, nach wie vor eine ganz coole Methode, weil ich eben nicht eine Schublade reinschieben muss, paar Tage warten, dann wieder herfahren, sondern ich weiß es jetzt, ich kriege es einfach jetzt das Ergebnis und ich finde auch relativ genau. Ja, was gibt es sonst im Vorfeld noch zu sagen hier? Genau, zum Füttern vielleicht noch. Also wir haben es jetzt morgens, weiß nicht, 10:30 vielleicht. In der Regel, wenn ich mit der Pumpe pumpe, dann mache ich das nur abends. Von Hand getraue ich mich, das auch tagsüber zu machen, weil man da einfach nichts verspritzt. Das bekomme ich, habe einen Eimer mit Ausguss, das bekomme ich wirklich sauber hin. Da gibt es mit der Räuberei eigentlich kein Problem. Mit der Pumpe mache ich das nicht, weil an der Pumpe habe ich eine Zapfpistole drin und dann spritzt es mal und so. Und das mache ich wirklich dann nur abends. Wie gesagt, ja, heute will ich so zwei, drei Bienenstände, also so in Summe irgendwo zwischen 60 und 80 Bienenvölker machen und dann noch ein paar Sachen im Büro. Ja, das ist so ein bisschen das Ziel, dass ich einfach weiß, wie es aussieht, dass ich weiß, wie viel Futter ich noch brauche, dass ich weiß, wie es mit der Varroa-Behandlung, wie ich da weiter verfahre. Und ja, fangen wir mal an. Ne? Jetzt habe ich euch mal um den Bauch geschnallt, dann seht ihr jetzt, das war wohl das Falsche, das war mal irgendwie, habe ich da mal was nachgeschaut, jetzt schaut ihr, das ist halt immer das Ärgerliche, ne? Einmal am Tag zünd mal den Raucher an, im besten Fall. Ja. Manchmal braucht man da halt auch länger. So.
Das sind Weichfaserplatten, was ich da habe, die da reinkommen. Und dann wird es jetzt hoffentlich werden mit dem Rauch. Dann habe ich hier meine Schüssel mit dem Varroa-Zeug. Ja, ist so. Jetzt mache ich das immer so, wenn ich an Bienenvoll komme oder an Bienenstand komme, bevor ich da groß was mache, schaue ich mir die Fluglöcher an. Ja, und dann schaue ich mir, welche fallen mir auf. Und wenn mir keins auffällt, dann suche ich einfach das. Ne? Ich meine, das hier unten ist jetzt was, wo ich sage, ist vielleicht ein bisschen wenig, aber da habe ich schon vermerkt, dass das ein relativ schwaches Volk ist. Und ansonsten wäre das hier noch, da können wir mal schön reingucken, wie stark das ist. Nö, das ist eigentlich im Prinzip ganz in Ordnung. Jetzt schauen wir einfach mal hier nach dem Futterzustand. Und da sehen wir schon, da brauchen wir wirklich Futter. Ne, da brauchen wir Futter. Also da haben wir jetzt hier die erste Futterwabe. Und dann haben wir im Prinzip, werden wir auf 3 Waben Brut haben. Dann nehmen wir das Bienenvolk auch gleich her, einfach um eine Varroa-Kontrolle zu machen. Da hole ich geschwind mein Geraffel hier wieder runter. Also wie gesagt, zu der Varroa-Kontrolle habe ich ein extra Video. Zu der Varroa-Kontrolle habe ich ein extra Video schon mal gemacht. Da will ich jetzt im Prinzip nicht weites drauf eingehen. Aber ihr könnt einfach mal zuschauen, wie ich das so mache. Die Details findet ihr dann, wie gesagt, im separaten Video. Also ich nehme immer eine Randwabe, wo keine Brut ist. Und auch keine Königin im besten Fall. Wobei die Bienen das ja wirklich überleben. Ja, dann schüttle ich da im Prinzip das so ab. Und dann müssen wir halt ein bisschen schnell hantieren hier. Dann nehme ich hier meinen Becher. Mache meinen Messbecher voll. Kommt das hier rein. Tun wir den Deckel drauf. So. Dann tun wir hier im Prinzip, tue ich eigentlich ganz gern das Bienenvolk erstmal wieder zusammenbauen. So. Dann tun wir unseren Puderzucker rein. Ja, ein bisschen nass. Aber das wird schon, ungefähr wird schon gehen. Wir wollen. Ja, ich habe heute jetzt nur ein Set dabei. Eigentlich habe ich immer zwei, dass ich das ein bisschen parallel mache. Aber. So, jetzt bleiben die ja da ein bisschen stehen. Solange nehmen wir da, bereiten wir uns das mit dem Wasser vor. So. Und dann schaue ich mir in der Zeit einfach noch 2, 3 andere Bienenvölker an. Ja, gehen wir mal hier hoch. Schauen wir uns das hier an. Gut, ja. Aber Futter können die alle vertragen. Die kriegen, da können wir auch eine Wabe beihängen. Aber man muss eins dazu sagen jetzt zu den Bienenvölkern. Ne? Die sind ja alle geteilt. Also das sind, die wachsen ja auch noch. Und die sind jetzt ja hier, das zum Beispiel auf 6 Waben. Im Prinzip, die sind ein bisschen wild, ha? Ja, die kriegen alle noch ein paar Waben rein. Und, ja gut, jetzt filme ich nebenher. Normal wäre ich schon fertig mit dem Bienenvolk, ne? So ist es. Also auf jeden Fall
kriegen die noch eine Wabe und dann kriegen die alle, so wie mir das jetzt hier in der Reihe aussieht, das schätze ich jetzt ab, kriegen die alle einmal diesen Nikofütterer, eine Hälfte voll Futter einfach. So sieht es aus. Also, dann schüttle ich mal da unten wieder die Bienen durch. Ihr seht, das Filmen ist schon ein bisschen ein Aufwand, weil, wie gesagt, normal wäre ich jetzt bei, hätte ich mir bestimmt 2, 3 Folgen angeschaut. Deshalb, wenn es euch gefällt, ne, gerne Daumen nach oben. Die Motivation, die brauche ich manchmal einfach. Ja, jetzt warte ich hier und mache da nicht weiter. Dann schauen wir nachher noch, dann hänge ich da die Waben rein. Ja, wie gesagt, das sind jetzt hier ja alles keine Bombenvölker, aber für das, dass die alle geteilt sind, bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Ich meine, die sehen alle vom Flugbild relativ ähnlich aus. Also da bin ich zuversichtlich, dass die alle relativ stark sind, außer das, wo eben schwach draufsteht. Da bringe ich noch eine Königin mit, da tauscht man noch die Königin. Ich habe so jetzt noch ein paar in Begattungskästchen, die ich gerne verwerten würde, dass ich die Begattungskästchen einfach leer habe, weil ich ja relativ viele Völker habe. Und wenn wir dann mal eine Königin noch abhanden kommt, dann setze ich einfach Völker auf, weil ich habe ja dann auch hin und wieder schwache Völker. Da wollen wir ja auch ehrlich sein miteinander. Sind ja nicht alles immer Top-Völker. Auch wenn man es gerne hätte. So, dann schütteln wir das uns hier mal aus. Jetzt wird es bei euch auch ein bisschen schütteln. Und was sehen wir? Ich hoffe, dass wir sehen. Wir sehen summa summarum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Milben. Also da machen wir uns keine Sorgen. Jetzt kommen die hier wieder ins Bienenvolk. Wie gesagt, die werden dann, ihr seht es ja, die leben alle. Die werden dann, was ist denn das hier eigentlich, Papier? Die werden dann ja wieder von den anderen Bienen geputzt. Und das funktioniert ganz gut. So, also wie gesagt, ich arbeite mich da jetzt so durch. Häng bei Bienenvölkern Mittelwände ein und gebe denen Futter. Ja, da nehme ich euch noch kurz mit. So, jetzt hat man gesagt, hier brauchen wir noch was. Dann hat man hier noch was gesagt, dass wir hier was machen. Also lieber... Dann hat man die drei hier abgefrühstückt. Hier lassen wir es mal noch. Wie viel? 3. Das lassen wir mal so. Das ist sowieso auch. Das ist ein bisschen schwach hier, aber das haben wir ja auch schon notiert. Das lassen wir auch so. Geben wir noch eine Mittelwand dabei. Wo ist denn mein Raucher? Dann geben wir noch eine Mittelwand bei. Einfach fürs Futter, zur Sicherheit.
Ja, schwach. Deshalb habe ich das noch nicht. Mittelwand bei. Also viele sagen ja, das macht man anders mit den Mittelwänden. Das kann ja jeder machen, wie er will. Ich mache das einfach so. Bevor ich die jetzt irgendwie ans Brutnest hänge oder weiter nach innen, dann werden die bestimmt schneller ausgebaut oder schöner. Aber ich brauche halt auch deutlich länger, ne? Pro Bienenvolk. Und das ist dann schon ein bisschen auch ein Zeitfaktor. Und sie haben dann den Platz, wenn sie ihn brauchen, dann bauen sie auch die Mittelwände aus, die da außen hängen. Und wenn sie es nicht brauchen, bauen sie es halt nicht den Platz. Das ist mir dann auch gleich. Das ist dann auch wieder schwach. So, dann gehen wir jetzt hier unten weiter. Ja, vielleicht sollte man ein paar Mittelwände noch mitnehmen. Auch gut. So, dann sind wir soweit klar. Dann machen wir hier so die Dinger auf. Ja, ihr könntet mir eigentlich in die Kommentare schreiben, ob euch diese Art von Video jetzt gefällt. Also ich kann das sicherlich nicht immer machen, aber weil ihr seht ja selber, es braucht halt einfach ein bisschen länger. Das Leben ist kurz. Ja. Also ich werde jetzt hier unten noch die fertig füttern. Ihr seht ja, bereite mir die Deckel so vor und dann laufe ich da durch. Ja, das habe ich euch mal mitgenommen, wie das hier so aussieht, wie ich das handhabe. Ich meine, klar, jetzt mit dem Film ist mal allgemein ein bisschen langsamer. Aber ich denke, so habt ihr jetzt mal einen Einblick bekommen. Das war ja von vielen von euch gewünscht, wie das so in echt abläuft, sage ich es mal in Anführungszeichen, nicht so ein Erklärungsvideo. Ja, wenn euch das gefällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was euch noch interessiert. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr das Videoformat cool findet. Und abonniert meinen Kanal. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich mache jetzt weiter an den anderen Bienenständen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.